Ich habe 10 Jahre gebraucht in meiner Anfangszeit als Therapeut, um herauszufinden, irgendwas stimmt doch da nicht. Und merkte, dass wie viele Leute eine unglaubliche Angst hatten vor Höllenstrafen, ein Leistungsgott, ein bedrohlicher Gott und so weiter. Und Leute, diesen Gott gibt es ja gar nicht, den sie haben. Dann begann ich da mal ein Programm aufzubauen, das Gottesbild zu korrigieren. Frei von Angst und Druck und Strafe und was ihr guckt. Und das hat funktioniert. Hallo und herzlich willkommen bei Bibel TV, das Gespräch. Von Aschermittwoch bis Ostern üben besonders Christen sich im Fasten. Aber auch unter Nichtchristen wird das Thema immer beliebter. Immer mehr Menschen in Deutschland essen zu dieser Zeit dann keine Süßigkeiten, trinken keinen Alkohol oder verkneifen sich mühsam jede Zigarette. Aber Fasten ist nicht gleich Fasten, so meint jedenfalls unser heutiger Gast. Er ist Pater bei der Gemeinschaft der Palutiner, Theologe und Psychotherapeut. Herzlich willkommen, Pater Dr. Jörg Müller. Willkommen, danke. Sie unterscheiden, um damit mal anzufangen beim Fasten, zwei grundsätzliche Arten. Das körperliche Fasten und das dann eines, was nicht nur auf Äußerlichkeiten abzielt, vielleicht ein eher innerliches Fasten. Kann man das so sagen? Und was kennzeichnet das eine und was das andere? Ich meine sogar, es gibt drei Formen oder drei Motive zu fasten. Das, was die meisten machen, das ist ein Fasten aus körperlichen Gründen, der Gesundheit wegen, abschlacken, sich wohlfühlen. Und dann nutzt man die Fastenzeit einfach mal als eine Ausdauerzeit. Das ist so ein Aufhänger dann, ja, genau. Das machen die meisten, das ist kein Problem. Das zweite ist aber schon etwas tiefergehend aus geistlichen Gründen. Das heißt, sie wollen eben auch Gott zuliebe Verzicht leisten mit dem Ziel, auch vielleicht Erleuchtung zu finden, Gott zu finden, sich näher zu kommen. Und die dritte Möglichkeit ist dann die geistige, eine Sichtweise der Selbsterkenntnis. Also es sind drei Stufen eigentlich. Die gar nicht unbedingt was mit Gott zu tun haben, ja, ist diese dritte Variante. Überhaupt nichts. Ne? Sondern so eine Art von Selbsterfahrung, richtig, könnte man das ja auch genau, sagen? Ja, genau, Selbsterfahrung. Die meisten machen es wahrscheinlich aus unreligiösen Gründen. Die Diätwelle ist ja auch so eine Geschichte, ne? Also ich sehe nur, dass in die Fastenzeit und die Adventszeit bei vielen ein Anlass ist, danach zu denken drüber und Zeichen zu setzen. Nun ist Fasten ja etwas, was nicht ausschließlich im Christentum vorkommt, genauso wie es eben nicht nur in unserer Religion vorkommt, sondern auch in der normalen Gesellschaft. Aber es ist ja in allen Religionen eigentlich etwas. Wo kommt das eigentlich her? Was hat das für eine Bedeutung? Warum fasten Leute? Also alle Religionen fasten zunächst einmal aus religiösen Gründen. Verzichtleistung, um Gott, ihrem Gott zu opfern. Sie wollen damit Zeichen setzen der Gottesnähe, des Verzichts, um der Liebe willen Erleuchtung zu finden, bei den Buddhisten ganz, ganz speziell. Die Juden selbst haben Yom Kippur-Tag, das ist ja biblisch verankert, und Ramadan haben dann die Moslems, die 4 Wochen. Die machen es sehr radikal sogar, sehr heftig. Ich denke, dahinter ist der Wunsch, ein Zeichen zu setzen in der Gottverbundenheit, das ist ursprüngliche Tendenz. Im 4. Jahrhundert wurde es für die Kirche erst festgesetzt mit den 4 bis 7 Wochen. Das hat variiert nicht. Und ist das auch, es klang so ein bisschen jetzt durch wie so eine Art Deal mit Gott. Wenn ich das und das tue, dann erwarte ich aber auch das und das von dir. Das ist sogar legitim. Es gibt sogar biblische Hinweise, wo Gott das sogar wünscht, damit dann das geschieht. Also es gibt ja im Neuen Testament die Geschichte, wo die Gemeinde fastet, bevor sie den Barnabas oder den Paulus als Missionar aussenden möchte und wusste nicht, wen von beiden. Und sie haben im Gebet und Fasten dann herausgefunden, der Paulus war es. Oder dass es bei einer Aussage in der Bibel gibt, wo die Apostel einen dämonisch besetzten jungen Mann heilen wollten, ist ohne Erfolg. Und die Rede Jesu war, das geht nur mit Fasten. Ja, diese Art der Störung geht mit Fasten nur. Also darf man sich Gott vorstellen als jemand, der sich auf so einen Deal dann einlässt? Ich glaube ja. Als Vater-Mutter-Figur würdest du dich darauf einlassen. Herr, ich faste jetzt, opfere, verzichte und wünsche, dass die ganze frei werdende Kraft zugunsten der Person geht, um Heilung der Person vielleicht, um Bekehrung der Person, um Frieden der Welt. Wir wissen, von Medjugorje wissen wir, dass der Wunsch war, ihr müsst fasten, fasten, fasten. Was ist Medjugorje? Damit die Welt den Frieden bekommt. Die Erscheinungen der Mutter Gottes in Kroatien, vor vielen Jahren begonnen. Da ist die Botschaft immer wieder eine
Wiederholung, permanent. Ihr müsst beten und fasten. Wenn ihr den Krieg beenden wollt, müsst ihr fasten. Und das war schon eine sehr tolle Geschichte. Ich glaube, Slowenien hat gefastet und wurde nicht in den Krieg hineingezogen. Durch Slawienkrieg, nicht? Ja. Das sind schon Zeichen, die uns zu denken geben. Und ich wundere mich, dass man das so überhört und wegschiebt. Und ich kann das jetzt auch nicht überprüfen, ob die nun in Slowenien mehr gefastet haben als in Kroatien. Ja gut, das kann man nicht. Obwohl der Ort selbst auch verschont worden ist. Der Ort selbst wurde komplett verschont, aber rundherum war alles kaputt. Das sind schon Zeichen, die mich doch nachdenklich stimmen. Es muss was zu tun haben mit der Bereitschaft des Menschen, auf Gottes Wunsch einzugehen. Dann geht auch er ein auf die Wünsche des Menschen. Das ist ein Deal, gar keine Frage. Okay, also man könnte ja genauso meinen, Gott ist ein unergründliches Geheimnis und er wird sich seine Gedanken machen, warum es ist, wie es ist, aber ich als kleiner Mensch habe keinen Einfluss darauf. Aber so wirkt es ja so, ich gebe dir was und dann bekomme ich was. Nicht unbedingt, aber bedingt. Okay, also wir haben ja eigentlich angefangen, um über das Fasten zu sprechen und auch den Sinn von Fasten. Das heißt, darin würden Sie auch einen legitimen Grund sehen. Ja, durchaus. Ist das für Sie, gibt es da so eine Hierarchie von Fastenarten? Also Sie haben eben gesagt, das eine ist so, naja, da tut man körperlich was. Das andere ist so ein bisschen geistige Erfahrung. Mit Fasten meine ich nicht nur Verzicht auf Essen. Das ist ein bisschen mehr noch. Mir wäre lieber, wenn die Leute 4 Wochen fasten würden, indem sie mal zuhören und nicht ins Wort fallen. Indem sie mal vergeben können und nicht rachsüchtig nachtragend sind. Diese Art des Fastens ist Gott gefälliger, als jetzt vom Fleisch nichts zu essen. Ich finde es ein Witz, dass wir am Freitag auf Fleisch verzichten, aber dann einen raffinierten Zanderfilet essen. Was ist das für ein Selbstbetrug? Bitte schön. Der hat Tradition, ne? Den verdanken wir die wunderbaren Starkbiere, da wollen wir gar nicht meckern. Und die schwäbischen Maultaschen, ja. Genau. Aber warum soll man das denn dann genau tun? Was passiert denn dann genau, wenn ich faste? Also außer was das Biologische angeht, ich werde dünner oder sonst irgendwas. Nein, ich entlaste nicht nur den Körper, auch Seele und Geist. Ich werde einfach leichter, es werden Kräfte freigelegt, man staunt ja eigentlich, es werden geistige Kräfte freigelegt, auch seelische Kräfte. Es kann eine Erleuchtung, Selbsterkenntnis kommen, ein Näher zu Gott hin. Ich kann wahrnehmungssensibler werden. Ist ja bekannt von vielen Asiaten, diese Gurus, die da fasten, dass da durchaus eine Erleuchtung stattfindet, eine Erkenntnis. Fastende legen offenkundig Kräfte frei. Hinzu kommt noch ein toller Marginaleffekt. Man lebt gesünder und wird älter. Die ältesten Völker der Welt, meistens in Asien, sind die permanent fasten. Das heißt, die schlagen den Bauch sich nie voll. Ein Rest bleibt noch, wo wir sagen können, ich könnte noch was essen. Jetzt essen die aber nicht. Und das ist der Trick. Das hält offenkundig den Körper frei von Überbelastung des Darms. Das verlängert das Leben zweifellos. Das heißt, es hat auch eine physiologische Grundlage, also im Körper. Und auch das, was Sie eben gesagt haben, diese Erleuchtungsprozesse, die es gegebenenfalls gibt, in anderen Religionen eben auch. Lässt sich das auch irgendwo im Körper festmachen oder ist das rein was Geistliches? Wir wissen von Protestfastenden, die also streiken, Fastenstreik machen, dass es am gewissen Tag, am 7., 8. Tag beginnt das. Eine Veränderung, eine Art High-Erlebnis. Nicht? Da scheint sich was chemisch zu tun im Körper. Nicht? Wir sagen oft, der muss jetzt verhungern, der stirbt. Noch nicht. Da kommt zuvor noch eine Phase, irgendwelche Erleuchtungen und Erkenntnisse wie in Drogen. Es kommt zu einem Art Rauschzustand, komischerweise. Und das ist schützt der Körper den Menschen sozusagen, die Psyche, vor dieser Angst des Verhungerns? Ist das vielleicht so ein Mechanismus? Das kann durchaus sein, dass die Phase noch ein Schutzmechanismus darstellt. Wie weit kann man das dann für eine echte Gotteserfahrung halten, wenn das möglicherweise dann doch nur etwas ist, was der Körper ausschüttet? Das ist jetzt eine subjektive Deutung. Ich kann das subjektiv deuten als Halluzination und chemischer Prozess im Gehirn, rein biochemisch. Ich kann als frommer, religiöser Mensch nur sagen, jetzt komme ich Gott näher. Das ist eine Frage der Interpretation. Und welche Konsequenzen hat das denn jetzt für dein Leben? Hat es keine Konsequenz, vergiss es. Eine wirkliche Gotteserfahrung hat Konsequenzen. Und wenn die für ihn eine Umkehr bedeutet, eine Veränderung des Lebens, dann war es für ihn eine Erfahrung Gottes.
rein subjektiv. Also objektiv gibt es da vermutlich gar nichts. Messen. Kann man da kann nichts ich nichts messen. Nein. Was gibt es denn für Voraussetzungen für vernünftiges oder in diesem Sinne gutes Fasten? Ich muss gesund sein. Ich muss körperlich gesund sein. Ich warne davor, dass Menschen diese Diät-Hype nachmachen und jetzt auf Teufel komm raus fasten. Das ist fatal. Nicht fasten dürfen Depressive, Alte, Kranke, Suchtkranke nicht. Das geht nicht. Ich faste auch nicht im Sinn von Essensverzicht. Das kann man gar nicht leisten. Ich muss mein Gewicht erhalten. Ich mache mein Fasten anderer Art. Das wäre zum Beispiel? Indem ich zum Beispiel wirklich verstärkt am Telefon etwa auch den Leuten zuhöre. Ich bin ungeduldig und fall auf ins Wort. Das vermeide ich dann jetzt, ganz bewusst. Das übe ich jetzt mal durch. Das geht auch ganz gut. Und dann kann es sein, dass nach 4 Wochen dieser Übung das Verhalten sie so verinnerlicht haben, dass sie dabei bleiben. Das verändert. Auch als Verhaltenstherapie. Genau, genau. Eine Art Konditionierung von mir aus. Ne? Oder dass sie einfach, ich muss jetzt dem Nachbarn mal vergeben, nach Jahren endlich mal aufhören, immer mit Vorwürfen zu kommen. Ich vergebe ihm jetzt, Schnitt, basta. Auch das ist ein Versuch, der mehr geht als auf Fleisch verzichten. Ich habe irgendwo bei Ihnen gelesen, dass Ruhe auch ein ganz wichtiger Faktor ist, um überhaupt dazu zu kommen. Bedingt das eine das andere? Ja, wir haben uns im Freisinger Haus oft so Heilfasten. Eine Therapieeinrichtung. Ja, ja. Die kommen für eine Woche bis 14 Tage. So eine Gruppe, meistens sind es Frauen, die Heilfasten machen, bestimmte Methode. Und die gehen da systematisch vor. Die müssen auch gucken, was sie genau jetzt essen, was sie nicht essen. Die haben ein System. Nicht aus religiösen Gründen. Das machen die aus gesundheitlichen Gründen. Nicht? Sehr viele machen das so. Und ich denke, ist ja nicht schlecht. Aber diese ganze Diät-Hype ist gar nicht gut, weil ich gemerkt habe, die hat so einen Jojo-Effekt. Zunächst Erfolg, dann kommt der Rückfall wieder. Ich sage folgendes Leuten, esst, was ihr wollt, aber in Maßen und abends möglichst wenig. Ich hatte nach der Ruhe noch mal gefragt und dann haben Sie gesagt, in Ihrer Therapieeinrichtung spielt das da auch eine Rolle, dass man ein bestimmtes Umfeld hat, ja. Vielleicht auch zur Ruhe kommt, um das dann tun zu können. Obwohl in den 3 Wochen der Therapie bei uns im Haus das Fasten kein Thema ist. Die dürfen nicht fasten. Patienten sollen nicht fasten. Die Therapie ist anstrengend. Ne? Du bekommst eine bestimmte Diät, wenn sie mal eine Allergie haben, ist kein Problem. Aber Ruhe ist trotzdem wichtig. Wir haben meistens parallel dann keine anderen Veranstaltungen, damit die Ruhe gewährleistet ist. Wir mussten oft schon draußen. Im Gymnasium gegenüber war oft sehr laute Chorproben. Bitten, dass sie es im Keller machen, damit nicht unsere Patienten, die jetzt entspannen möchten, dort dauernd getrönt werden. Mit was sprechen wir nochmal gerade über dieses Therapiezentrum? Was ist das genau für eine Einrichtung? Das Brautjahrhaus in Freising ist ein Bildungs- und Therapiezentrum mit 60 Betten. Und wir haben neben der Bildung auch ein Angebot von stationärer Therapie für Menschen aus der ganzen Welt. Und bis jetzt hatten wir über 1000 Gäste aus 14 Ländern schon behandelt. Wir sind dann 5 Therapeuten. Die sind dann mehrere Wochen im Haus, wohnen die. Sind Sie spezialisiert auf etwas oder kann man mit allem kommen, was einen beschäftigt? Ja, wir machen über das Übliche hinaus noch was Besonderes, was die meisten Kliniken nicht machen. Wir zielen auf die Versöhnung und Vergebung hin, die wichtig ist. Und wir korrigieren das meist falsche Gottesbild. Also gibt es da einen Zusammenhang bei für, sagen wir mal, körperliche Erscheinungen oder eben auch psychische Probleme, die dann sich auf sowas begründen lassen? Ja, ich habe 10 Jahre gebraucht in meiner Anfangszeit als Therapeut, um herauszufinden, irgendwas stimmt doch da nicht. Und merkte, dass wie viele Leute eine unglaubliche Angst hatten vor Höllenstrafen, ein Leistungsgott, ein bedrohlicher Gott und so weiter. Das bedrückte die Psyche. Ne? Leute, diesen Gott gibt es ja gar nicht, den sie haben. Dann begann ich da mal ein Programm aufzubauen, das Gottesbild zu korrigieren. Frei von Angst und Druck und Strafe und weiß ich, Kuckuck. Und das hat funktioniert. Und da muss ich mal gerade zurückfragen, in dem Zusammenhang zu dem, was Sie vorhin gesagt haben, mit diesem Gott, mit dem man was handeln kann. Und jetzt beschreiben Sie Gott als absolut gut, aber ist da nicht ein gewisser Widerspruch drin? Wenn ich mit dem handeln kann, könnte der auch mal was zulassen, was mir nicht so gut tut? Das ist richtig. Gott mutet uns Dinge zu, die uns persönlich nicht schmecken. Er quält nicht, er straft nicht, keine Frage. Aber er tut Dinge mal zumuten, Schmerzen, aus Gründen, die wir nicht kennen.
Wenn Eltern alle Wünsche ihrer Kinder erfüllen würden, die Kinder würden nicht mehr lebenstüchtig werden. Das geht nicht. Man muss auch den Kindern mal Grenzen zumuten aus Liebe, was sie nicht verstehen werden. Mhm. Gott ist ja ähnlich. Mhm. So würden Sie Katastrophen im Leben auch interpretieren? Jein, jein. Wir haben ja selbstverschuldete Katastrophen auch. Unsere Katastrophen sind meistens selbstverschuldet. Nicht? Gott lässt es aber zu. Wir sollen daraus lernen. Ändert euer Denken und Leben, dann ist das Problem weg. Ich lasse es zu, damit ihr umkehrt. Ihr handelt, esst, lebt und denkt verkehrt. Aus pädagogischen Gründen also. Mhm. Keine Strafe. Wir müssen das unterscheiden können. Ne? Wir lernen oft aus Misserfolgen. Aus Erfolgen lernen wir ja nicht. Aus Misserfolgen lernen wir. Ja, aus Erfolgen lernt man manchmal was Schlechteres. Ne? Aber gut. Wir sind ja darauf gekommen, über das Gottesbild, wo Sie gesagt haben, also ich möchte die Leute auch versöhnen mit, ja, womit eigentlich? Mit ihren Tätern. Das können Eltern sein. Mit ihren Tätern. Geschwister, das können Pfarrer sein, wie auch immer. Die sind verwundet, das sind gekränkte Kinder. Die sind verwundet, verletzt. Vom Missbrauch ist man keine Rede. Und schleppen die Verletzungen ein Leben lang mit, verdrängen das. Wir holen das raus und stellen fest, du kannst nicht im Kern gesund werden, wenn du weiterhin voller Groll und Rachsucht bist. Und da setzen wir dann an. Ah ja. Das heißt, die Leute kommen mit irgendeinem psychischen Problem? Ja, Depression, Ängste, Eheprobleme. Wir bohren und stellen fest, ups, das ist ein anderes Problem. Mhm. Und das lässt sich oft auf diese Unversöhntheit zurückführen? Das lässt sich erstaunlich oft zurückführen auf Selbstablehnung, auf Traumatisierung etwa. Und wir decken das dann auf, was sie oft verdrängt haben. Wir merken es oft an der Stimme, an den ganzen Habitus, an verschiedensten, oft verschwiegenen Kleinigkeiten. Dann haken wir nach. Nicht? Dann merken wir, Moment, Herr Meier, Sie sind so robust. Ihre piepsige Stimme passt nicht zum Körper. Da stimmt was bei Ihnen nicht. Wir stellen fest, eine jahrelang unterdrückte Wut. Ja? Und wenn er mal anfängt zu weinen und zu schreien und zu toben, ist der Bann mal vorerst gebrochen. Und da müssen wir ihn hinbringen. Von wegen immer schön brav und angepasst sein, das funktioniert nicht. Dann fasten sie auch noch, den lieben Gott zu besänftigen, aber bleiben trotzdem voller Groll. Das funktioniert nicht. Nun sagt sich das auf der einen Seite so leicht, du musst dich versöhnen mit den Leuten, die dir irgendwas angetan haben. Aber auf welcher Grundlage können Leute das denn, dass es dann tatsächlich auch funktioniert und nicht einfach nur gesagt wird? Wir machen ein Rollenspiel. Ich sage so, Herr Meier, komm, hier ist Ihr Stuhl. Hier ist Ihre Frau, von der Sie gekränkt worden, oder Ihre Mutter. Jetzt sagen Sie Ihrer Mutter mal, was Sie immer schon sagen wollten. Dann sagt er das. Jetzt gehen Sie auf den Mutterstuhl und antworten als Ihre Mutter, was würde Sie jetzt sagen zu Ihnen? Ein ständiger Stuhl- und Rollenwechsel und plötzlich fällt der Groschen. Dann hat man Verständnis für den anderen. Ja, Leben. Genau. Ja. Und dann kann sogar sein, dass Sie in einer kurzen, 10-minütigen Rollenspielgeschichte die Antwort weiß. Meine Mutter, ich verstehe jetzt meine Mutter besser. Das kann passieren. Das ist fast ein Wunder, nicht? Das ist dann der erste Schritt. Ja. Und manchmal bleibt es eben doch bei dem Groll und es ist festgefahren. Dann übernehme ich die Rolle der Mutter und spiegle dann die Geschichte mit meinen Entschlüsselungen. Ein neues Aha-Erlebnis. Und du kommst Schritt für Schritt weiter. Und die anderen, die gucken ja zu, entdecken ihre eigene Problematik im Spiel dessen. Und da kommen Dinge hoch bei denen wiederum. Es ist ein Prozess, der auch untereinander dynamisch, gruppendynamisch geschieht. Und das ist eben unser Trick. Wir machen das mit Gesprächen, Gruppen, mit allem, Massagen, mit allem, mit 5 Methoden. Welche Methode letztlich greift, wissen wir nicht. 5 Methoden, können Sie nochmal gerade aufführen? Gruppentherapie, da bin ich ausgebildet, Einzelgespräche, Bibeldrama, Rollenspiel, Atemtherapie, dann haben wir noch Massagen, Körperarbeit und die Kunstarbeit. Ah ja. Und das zusammen machen. Also Sie haben mal gesagt, dass, ich habe die Zahl nicht mehr genau in Erinnerung, so Prozentsatz, ich glaube mal halb, die Hälfte der Leute alle Probleme mit Unversöhntheit sich selbst gegenüber haben. Ja, mindestens. Was heißt das denn? In was bin ich denn unversöhnt mit mir? Die sind zum Teil in einer Selbstablehnung. Die definieren ihre Liebenswürdigkeit oft über auf dem Weg der Leistung, Perfektionismus oder Helfersyndrom. Sie wollen im Grunde immer nur Zuwendung, mit allen Tricks Zuwendung. Die banalste Methode wäre Angeberei, auch nur Zuwendung. Dem Angeber sage ich, mach dich nicht so groß, so klein bist du gar nicht. Du kennst dich nur noch gar nicht, du kennst deine Gaben nicht. Hier, geh in die Mitte, erzähl mir alle deine Gaben jetzt, oute dich mal mit deinen Gaben. Dann sind die ziemlich hilflos. Ja. Dann auch den Leuten, jetzt sagt ihr mal diesem jungen Mann, welche Gaben ihr in den 3 Wochen bei ihm entdeckt habt.
sagt immer eure Feedbacks, wie habt ihr ihn empfunden. Dann passiert Folgendes, die bauen den auf, erzählen ihnen toll, was sie erlebt haben. Der weint jetzt, der kann das gar nicht glauben, ist ja gar nicht gewöhnt, der weint. Dass er auf diese Weise Anerkennung bekommt. Noch nie erlebt sowas. Mhm. Und dann brechen wir auch einen Knoten mal auf. Und wenn er weint, haben wir wieder was erreicht. Er zeigt ein Gefühl, endlich. Das ist der eine. Der eine versucht es also mit Angeben, Anerkennung zu bekommen. Ist das der Schlüssel? Ja? Also das Angeben ist eine Methode, Helfersyndrom ist eine andere Methode, immer helfen wollen. Weil, der Clown. Weil derjenige, dem ich dann helfe, mir auch sagt, du bist toll. Genau, der Clown, der Stimmung macht, aber im Grunde depressiv ist vielleicht. Wir haben alle unsere Masken und Rollen. Die dienen oft nur deren Sympathiezuwendung, denn die Angst vor Sympathieverlust ist enorm bei vielen Leuten. Mhm. Nicht? Die sagen alle oft Ja und Amen und nicht Nein, aus Angst, Sympathie zu verlieren. Da ist eine gewisse Unversöhnlichkeit mit mir selber. Ich mag mich nicht so, wie ich bin. Ich muss immer die Rollen spielen, die andere erwarten. Von Kindesbeinen an dressiert. Jetzt zeig mal ein schönes Gesicht, lach doch mal, hab keine Angst. Meine so, gib mal das richtige Händchen. Immer eine andere Form verlangen von Kindern, bis die das gelernt haben, sich so zu geben, wie sie gewünscht werden, um geliebt zu sein und vergessen, wie sie eigentlich authentisch waren. Und da kommt dann bei Ihnen in der Einrichtung auch der Glaube ins Spiel? Weil man könnte ja sagen, also wenn du so unversöhnt mit dir bist und du selber alle mögliche Anerkennung von allen möglichen Menschen brauchst, ist gar nicht nötig, Gott liebt dich doch. Also, so einfach geht's nicht. Wahrscheinlich wahr. Aber, so einfach geht's. So rasch kommt Gott nicht ins Spiel. Okay, okay. Nein, nein. Der kommt erst dann ins Spiel, wenn wir merken, dass er eine Stinkwut auf Gott hat. Dann sagen, hören Sie mal zu. Jetzt sind Sie Jesus. Kommen wir her. Jetzt sind Sie Jesus. Du kommst im Rolldecke übergehängt. Außerhalb der Gruppe stehen Sie, mit dem Rücken zur Gruppe, ganz allein, isoliert, gekränkt, Jesus. Sie jetzt gehen hin und trösten, nonverbal, schweigend diesen Jesus. Bitte schön. Was geschieht jetzt? Einige stehen auf, gehen hin, streicheln ihn, sind einfach nur da und führen durch den Raum ihn auf seinen Stuhl zurück und er weint schon wieder. Und da kommt ein Aha-Erlebnis. Mhm. Banale Übungen, die er an der Universität nicht lernt. Jetzt sind wir vom Fasten auf die Unversöhntheit gekommen. Macht nichts. Ich hatte jetzt gedacht, wenn Gott da auch eine Rolle spielen darf, das darf er vermutlich auch, darf aber nicht so einfach kommen, wie Sie eben gesagt haben. Kein Tropfnock. Wäre das aber ein falscher Ansatz, jetzt über das Fasten dort Gott zu suchen, um dann auch die Unversöhntheit mit sich selber aufzugeben? Ich kann mich nicht erinnern, dass ich jemals in den 25 Jahren dieser Leitung irgendwem gesagt hätte, du musst fasten. Im Gegenteil, ich habe einmal gesagt, hören Sie auf zu fasten. Damit kriegen Sie Gott nicht gefangen. Obwohl es das Rezept der christlichen Gemeinden war. Ja, aber ich merke dann, das Fasten bei der Person war immer ein Versuch, Gott zu besänftigen, Schuldkomplexe zu kompensieren, nach dem Motto, da ich doch so viel opfere, muss doch mir gnädig sein. Das funktioniert nicht. Gott ist gnädig, lassen Sie das. Die Selbstakzeptanz bedeutet, ich muss jetzt nicht Gott mit Opfern besänftigen. Ich darf so sein, wie ich bin. Er mag mich, wie ich bin. Wenn das ankommt, ist er schon halber gesund. Aber das dauert lange bei manchen. Das ist dermaßen in den Knochen drin, von Kindesbeinen an. Ich wundere mich, dass sogar junge Menschen heute noch, durch Erziehungen der Großeltern vielleicht bedingt, da Ängste entwickelt haben einer großen Macht gegenüber und sich irgendwie schuldig fühlen und dann wollen sie es gut machen mit Leistungen, welcher Art auch immer, rutschen in vielleicht fragwürdige charismatische Kreise, wo die dann übertreiben, dann wird es schlimmer. Also Religion kann auch schaden. Vermutlich, ja, das bestimmt auch, davon gibt es bestimmt viele Erfahrungen, aber Sie haben eben gesagt, es dauert lange, bis man das alles aufgearbeitet hat. Die 6 Wochen, die 40 Tage der Fastenzeit werden da höchstens ein Anfang sein können. Aber immerhin, ich danke Ihnen jedenfalls, dass Sie uns heute ein paar Dinge aufgezeigt haben, in welche Richtung das gehen könnte, wie es sinnvoll ist zu fasten. Ihnen alles Gute auch für Ihre Einrichtung, dass Sie weiterhin vielen Menschen dort helfen können. Dankeschön. Liebe Zuschauer, auch Ihnen ein herzliches Dankeschön für Ihr Interesse an der heutigen Sendung. Hoffentlich bis bald, wenn es wieder heißt Bibel TV, das Gespräch. Bis dahin, machen Sie es gut. Tschüss.